Hallihallo, meine lieben Leute. Es geht weiter mit Let's Play World of Warcraft. Wenn ich oben links auf meine FPS-Anzeige gucke, die ihr hier nicht sehen könnt, weil die ausgeblendet ist, für euch jedenfalls, dann würdet ihr sehen, dass wir hier gerade konstant 60 bis 90 FPS haben. Und alles, was wir dafür tun mussten, war die Grafik hier auf empfohlen einzustellen. Ich weiß nicht, ob jetzt neuerdings irgendwie Blizzard neue Grafikeinstellungen bei dem ganzen Spiel hinzugefügt hat. Das würde erklären, warum ich mit hoch nicht klarkomme. Weil früher war immer maximale Grafik, das war einfach auch drin. Und es wäre auch immer noch drin. Allerdings, wenn ich aufnehme mit Fraps, dann spackt er bisweilen ein klein wenig rum. Ich habe das bei den Aufnahmen eigentlich immer nie gemerkt und auch eigentlich... Also ich hab's... Vielleicht habe ich es auch ausgeblendet. Don't know. Auf jeden Fall hat es mich nicht so massiv gestört, aber jetzt sehe ich das halt immer wieder hier oben rechts. Was ihr halt nicht sehen könnt. Und das... Das wurmt mir. Und deswegen habe ich es ja jetzt im letzten Part ein bisschen niedriger gestellt. Und jetzt habe ich eigentlich konstant... 60, jetzt gerade hatte ich mal ganz kurz 30 FPS, aber sonst... Eigentlich vergleichsweise konstant hohe Bildraten. Und das ist mir eigentlich relativ wichtig. Könnte natürlich auch irgendwas damit zu tun haben, dass ich nehme, glaube ich, mit 60 FPS auf. Das könnte natürlich auch alles so Punkte sein, die problematisch sind. I don't know. So. Mondsichelforum. Das baldige Ende der Herrschaft der Magistrix mit Aushängen in der Stadt. Zack. Also wir müssen auf jeden Fall Argwein sammeln. Und Aushänge anbringen. Das sind alles eigentlich Quests, die mag ich sehr gerne. Man kann leider nur ein Fass nehmen. Oh nein, oh come on, ihr Bastarde, verreckt alle. Bitte. Ich hasse sie alle. Oh Gott, die kommen alle hin. Alter Schwede. Okay, ich muss mein Blinzeln auf jeden Fall aufbewahren, falls mich einer entdeckt, damit ich dann da ganz schnell rausblinzeln kann. Das war gerade richtig knapp. Ich bin auch mega langsam mit dem Scheißding hier. Dafür sind das... Ich bin außer Reichweite. 10 Flaschen. Jetzt brauchen wir nämlich nur noch 4. Oh, und da sind auch 2 Aushänge. Das sind schnelle Quests. Die mag ich. Aushang Nummer 1. Aushang Nummer 2. Zack. Zack. Sehr schön. Nein. Das war ein knapper, war das. Da komme ich nicht dran, ohne den aus dem Weg zu räumen. Ich glaube, das mit den Aushängen wird jetzt nerviger als der scheiß Argwein. Hier ist einer. Drei von 8. 4 von 8. Die Questen, wo man diese Boten erledigen muss, erdolchen muss, die finde ich auch gut. Die geht auch relativ schnell. Das hier jetzt allerdings auch gerade, weil das ist ja anscheinend gerade so die
die Street, die Straße, die Promenade, wo viele von diesen Aushängen anzubringen sind. Ja, hier war auch noch ein und das und da hinten ist sogar der letzte. Zack. Und last but not least. Sehr schön. So. Desto weniger muss mein Volk für die Befreiung Suramas bluten. Ach ja, wie komme ich denn jetzt zurück? Nicht mit dem Teleporter, ne? Ich laufe nämlich lieber dann von Shalaran zum Questgeber. Ihr wundert keinen, dass da mitten auf der Scheiß, auf dem Scheiß Plateau, mitten auf dem Platz so ein dämlicher Teleporter steht, der in die Basis der potenziellen Feinde führt. Grüße. Gibt es eigentlich nochmal Bonus-Mana oder sowas? Surama nee, leider muss nicht. Frei sein. Ist noch nicht bereit. Ich kann diesen Gegenstand noch nicht benutzen. 855er Crap. Aber auch nochmal wabernde Essenzen. Ich finde es sehr schade, dass man diese Dinger hier nicht verkaufen kann. Aber ich glaube auch nicht, dass die besonders viel wert wären. Du dämlicher Bastard, fahr zur Hölle. Zu zweit kloppen sie auf mich ein. Ihr Spastis. Oh mein Gott. Ja, guck mal hier. Er hat mich. Was ist mit denen falsch? Keine Ahnung. Und wie hat er mich aufdecken können? Die campen mich. Wartet mal ab. Hurensöhne. Dreckige Hurensöhne, es tut mir echt leid. Ihr wisst das alle, ich benutze diese scheiß Ausdrücke eigentlich nicht. Aber in diesem Fall hier. Da fühle ich mich doch echt ein bisschen verarscht. Die haben auch keine 5 Hits für mich gebraucht. Richtiger Abschaum. Muss mal irgendwann mal gucken, ob ich nochmal zurückgehe in den Teufelswald, wo ich damals gespielt habe. Das war nicht mit den Magiern, nicht mit Felicia, sondern mit Hanare war das. Ich bin ziemlich sicher, das ist einfach. Oh, wo ist denn die scheiß Maske hier? Meine Güte, es hat ja wieder 20 Jahre gedauert, bis sie mal endlich da war. Mann. Was ist das denn da für ein Wurzelbärt? Ja, komm. Am Rand entlang. Dass das überhaupt möglich ist, dass die mich da so abfahren, liegt sowieso auch wieder nur ausschließlich in der Tatsache, dass wir ein verschissenes Bodenmount haben und in der Luft nicht in Sicherheit sind. Stell dir mal vor, man könnte auf scheiß Flugmounts fighten. Dann wärst du auch nicht mal in der Luft sicher. Gut, dass dem nicht so ist. Ich würde mich nur freuen, wenn ich dann das Flugmount habe. Ja, da ist sie doch. Guten Tag. Versucht nicht zu lange zu starren. Die oberen Ränge unserer Gesellschaft sehen diesen Ort kaum als Ablenkung. Das Volk wird sich, ich habe eine Sünfte für euch besorgt. Versucht, erhaben zu wirken. Das unterstützt die Illusion.
Erhaben wirken. Ich glaube, das kriege ich hin. Die Frau, die ihr sucht, heißt Margot. Sie interessiert sich für unsere Sache. Ja, ich sehe schon erhaben aus. Guck mal hier, die decken alle auf. Die ganzen Aufseher können Verstohlenheit aufdecken. Ich hätte eigentlich gedacht, wir müssen hier hinten hin. Und jetzt? Ach hier. Gefällt es euch hier? Zeigt euer Siegel. Ich hatte Gerüchte vernommen. Fast zu gut, um wahr zu sein. Seid nachsichtig mit mir. Wir müssen vorsichtig sein, um nicht aufzufallen. Sie sind nicht sehr nett zu uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine Aufgabe hier besteht darin, den Schein zu wahren. Margot lächelt entschuldigend. Ihr werdet das Gehabe ertragen müssen, während ich euch durch den Rebgarten führe. Nur so können wir vermeiden, Verdacht zu erregen. Ich werde euch so gut ich kann helfen, aber nur, wenn es sicher ist. Kommt mit, die erste Station ist der Verkostungspavillon. Dort könnt ihr die Früchte unserer Arbeit probieren. Danke für euren Besuch. Der Hof hinter euch steht jedem offen. Doch von hier an geht es nur in Begleitung unseres Personals weiter. Bei meinem Assistent, Silverin, könnt ihr Andenken und Geschenke kaufen. Vielleicht auf dem Weg nach draußen? Das ist der Verkostungspavillon. Hier servieren wir die exklusiven Sorten, die auch im Palast sehr beliebt sind. Bitte, probiert von unseren erlesenen Proben. In Elisandes Glas kommt nur das Beste. Sobald ihr fertig seid. Halbgereifte Schattenbeere und Manafrucht. Dreifach angereichert mit Nachtbrunnenessenz. Vorzugsweise nippend zu genießen. Nippend, bitte nippend genießen. Ah, ein hervorragender Jahrgang. Mana-Frucht der 7. Generation mit flüchtigem Nachtharz und delikaten Walnussnoten im Abgang. Ich hasse Leute, die Walnuss sagen und nicht Walnuss. Da kriege ich immer Krise. Diese 3 Jahre alte Infusion verbindet Beerennoten mit einer perlenden Melonennote. Erfrischend, nicht wahr? Die Honigfusion. Wir stellen nur edelste Weine her. Vielleicht benötigt ihr zwischen den Proben etwas, um euren Gaumen zu neutralisieren. Wir bieten hier ein paar starke Aromen an. Warum sollten starke Aromen helfen, den Mund zu neutralisieren? So ein Bullshit, ey. Margot spricht mit gedämpfter Stimme. Während wir durch den Rebgarten wandern, können wir ja ein paar Informationen austauschen. Lasst euch nicht anmerken, falls euch das, was ihr hier erblickt, beunruhigen sollte. Margot erzwingt ein kurzes und abwesendes Lächeln. Sollen wir weiter? Kommt bald wieder! Das Gebäude, dem wir uns nun nähern, ist die Alterungskammer. Wenn ihr euch ein bisschen mit der Weinherstellung auskennt, wisst ihr ja um die Bedeutung der Fermentierung. Wir genießen das Privileg, Zeitmagie einzusetzen. Es ist unser Geburtsrecht. Die Arbeit im Rebgarten. Margot sieht sich nervös um, bevor sie sich zu euch neigt und zu flüstern beginnt. Talysra muss noch am Leben sein, wenn Leute in den Schatten wandeln. Wer außer der ersten Arkanistin könnte denn sonst zu solchem Verhalten inspirieren? Sagt mir, wie geht es ihr? Es freut mich sehr, das zu hören. Wir sollten jedoch weitergehen. Nach euch, Margot. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Links von mir seht ihr einen unserer Gärten.
Wenn jetzt Horde kommt und uns umnietet, ne? Ich krieg einen Tobsuchtanfall. Die ihr in der Infusion schmecken konntet. In welcher Welt ist das denn eine Mond? Ist das denn eine Heuschrecke vor fuck's sake? Ich glaube, ich spinne. Unglaublich. Naja, liebe Leute, nevermind. Ich mache an dieser Stelle Pause. Wir hören uns morgen in alter Frische wieder und dann geht's hier weiter. In den Zwielichttriebgärten. Es scheint ganz interessant zu sein. Diese ganzen Suchtis lieben anscheinend nichts mehr als Argwein. Wir hören uns morgen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.